Ist auch los. Perfekt. Mit dem Songende passt das hier. Und auch hier wieder die Frage, gibt es einen Invade? Und es sieht erstmal ganz stark danach aus. Entenzwerg läuft voran mit seiner Miss Fortune ab in die Mitte. Und auch sie wollen hier scheinbar direkt zum Blue. Aber Irelia auch schon recht weit vorne, also... Das kann auf jeden Fall interessant werden. Irelia steht da vorne schon zum Scouten. Und sie steht da aber nicht so gut. Ah, Elise allerdings mit dem Snare in die verkehrte Richtung. Hätte sie da noch eine ganz kleine Millisekunde gewartet, hätte sie da Irelia schnappen können. Auch der Trash Grab geht daneben. Und somit ziehen sie sich auf jeden Fall erstmal direkt wieder zurück. Entenzwerg entscheidet sich hier für einen Dorans-Start. Sieht man auch nicht mehr so oft. Normalerweise auf Miss Fortune eher ein Longsword und zwei Pots. Um das dann dementsprechend ausbauen zu können. Aber... Dorans ist hier seine Wahl. Bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das auswirken wird. Gegen die Caitlyn, die wiederum mit dem Longsword und den zwei Pots startet. Ja, Momo kriegt ja auf jeden Fall erstmal, wie üblich, ein bisschen Hilfe. Und Elise startet direkt mit dem Red. Das könnte also auch heißen, dass es ein Early Botlane Gank gibt. Syrah wardet direkt den Drake. Und beide sind rechtzeitig auf der Lane, um den Farm gleich abzugreifen. Und sie scheinen auch noch die Golems gemacht zu haben. Also hier dürfte jetzt erstmal ein kleiner Vorteil für die MF sein. Scheint aber zu spät auf die Länge gekommen zu sein. Da kommt der erste Grab von Trash. Trifft die Syrah und Entenzwerg kassiert da aber mehr Schaden, als er gegen Syrah wirklich anrichten kann. Da hat Trash die Hälfte von dem Schaden gemacht. Und im oberen Jungle geht es auf jeden Fall direkt zur Sache. Da will man scheinbar Counter junglen. Irelia kommt zur Hilfe. Auch die Lux ist da. Rumble kommt allerdings auch. Und auch Karthus zieht sich jetzt mit nach oben. Und dann muss Double Ace hier erstmal das Red aufgeben. Aber jetzt könnte es gefährlich werden hier für Blood Dragon. Wird er geschnappt von der Irelia, aber wird erstmal abgewendet. Und somit erstmal keine Gefahr. Scheint sich jetzt... Ah, nee, Blood Dragon bleibt immer noch stehen. Wilde also... Scheinbar erstmal den Red nicht aufgeben, aber es scheint sich daraus nichts mehr zu entwickeln und somit gehen wir wieder auf die Botlane. Entenzwerg, ja, das ist jetzt wie gesagt das Problem, er hat keine Pots bei, muss also dementsprechend gut aufpassen. In der Mitte macht Lux ordentlich Schaden und es könnte fast reichen, aber da tickt das Ignite schon aus. Karthus hat auf jeden Fall schon gut auf die Mütze bekommen. Lux scheint also auf jeden Fall schon mal einen guten Job zu machen. Und auch Toplane sieht es erstmal nicht so schlecht aus für die Irelia. Aber vor allem ein sehr überraschender Start in der Mitte. Denn dass Karthus da direkt solo geht, hätte man jetzt wahrscheinlich nicht erwartet. Entenzwerg könnte sich inzwischen wieder ein bisschen hochpushen und da geht es in der Mitte gegen die Lux. Elise kam da zu Hilfe und kann sich auch nochmal aus dem Tower befreien. Somit First Blood für Enfaculty.
Und Entenzwerg spielt auf der Botlane auf jeden Fall schon mal sehr, sehr aggressiv. Und Toplane bisher sehr, sehr ausgeglichen. Farmtechnisch liegt Irelia erstmal hinten, da sieht es ganz gut aus für Rumble. Und jetzt muss Irelia schon fast ein bisschen aufpassen, kassiert da ein bisschen sehr viel Schaden. Jetzt kommt der Stun, aber Irelia macht bloß nichts Falsches. Ignite ist raus und Irelia macht den Kill gegen Rumble. 1-1 direkt der Ausgleich hier. Und Botlane zieht sich erstmal zurück. Amumu kommt jetzt zu Hilfe. Machen sie da noch was oder nicht? Ah, der Bandage-Toss ist nicht mehr gelandet. Und das läuft auf jeden Fall schon mal anders als das letzte Game, was wir gesehen haben. Also Double Ace scheint hier zumindest ein bisschen was gegen N-Faculty erstmal ausrichten zu können. Die Frage ist natürlich, wie lange sie das halten können. Denn die Laning Phase ist die eine Sache, das Teamplay nachher ist schon wieder eine ganz andere Sache. Und Entenzwerg jetzt mit Double Dorans und dem Vampire Acceptor. Geht hier also auf jeden Fall erstmal ein bisschen auf Sustain. Will scheinbar lange auf der Lane bleiben, möglichst viel pushen und in der Mitte muss der gute Kato jetzt ein bisschen aufpassen. Allerdings steht Elias da auch schon bereit. Syrah kam da kurz zur Hilfe. Zieht sich jetzt aber auch wieder zurück. Und da geht es jetzt wieder gegen die Lux. Der Snare sitzt. Und das kann gefährlich werden für die Lux. Reicht der Schaden. Amumu kommt zur Hilfe. Amumu macht den Kill gegen Elias. Und auch Katus geht down. Double Kill für Amumu. Das Ult bringt Katus jetzt noch einen Kill gegen die Lux. Aber das ist erstmal sehr, sehr stark gespielt hier von Double Ace. Gehen hier mit dem 3:2 erstmal in Führung. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht das, was hier jeder von uns erwartet hat. Auf der Toplane geht es wieder zur Sache zwischen Rumble und Irelia. Wieder ein recht ausgeglichener Trade. Da kommt das Ult von Rumble und das wird der Kill gegen Irelia. Irelia macht aber noch guten Schaden mit ihrem Ult. Da musste Rumble sich nochmal kurz ein Stück zurückziehen, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um den Kill zu machen. Und auch die Botlane kriegt jetzt gerade ordentlich auf die Mütze. Amumu ist da zur Stelle, um seine Caitlyn zu unterstützen. Und Intox kassiert da ordentlich Schaden. Auch Entenzwerg muss jetzt seine Summoner Spells ziehen. Ult kommt noch, macht den Kill gegen Syrah und Eli. Ah, nein. Elias hat direkt noch den Kill gegen Syrah bekommen. Das Ult hat da nicht genügend Schaden gemacht in dem Moment. Also Double Kill für Elias. Und somit geht N-Faculty wieder in Führung. 5:3 der Stand und Elias geht zum Counter-Jungeln. Schnappt sich da die Wölfe. Aber das war auf jeden Fall auf der Botlane schon mal ziemlich riskant. Aber das ist, wie gesagt, das, worauf es im Endeffekt ankommt. Das Teamplay, wie funktioniert das nachher? Wie gut spielt man zusammen? Wie gut sind die Absprachen vor allem? Das ist das, was nachher zählt. Ja, farmtechnisch liegt somit N-Faculty auch erstmal mit knappen 3000 Gold vorne. In der Mitte hat Katus gegen die Lux jetzt erstmal wenig Probleme. Macht da guten Schaden. Aber auch Lux kann da nochmal einen guten Snare setzen und ein bisschen Schaden machen. Und Rumble oben auf der Toplane zusammen mit Elias. Tower Dive gegen Irelia. Irelia geht auch direkt wieder down. Und auf der Botlane sieht es jetzt ganz schlecht aus für die Kate.
Ja, da flasht Entenzwerg noch hinterher, um den Kill zu machen. Also, jetzt scheint hier ein Faculty genug gespielt zu haben. Jetzt wollen sie es wissen. Jetzt kommen die Kills. Ah, und Luxer mit einem schönen Orb gegen Katus macht er den Kill. Und direkt danach fällt auf der Toplane schon der Tower. Irelia auf der Toplane auch völlig outfarmed. Konnte da zwar erstmal am Anfang den Kill machen, aber rein farmtechnisch liegt zurück. Und da bringt ihr der eine Kill natürlich auch nichts. Und für Rumble jetzt natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen durch die Gegend zu roamen. Ja, und wie schaut es bei den restlichen Leuten mit dem Farm aus? Im Jungle ist es recht ausgeglichen, auch die Mitte sieht sehr, sehr ausgeglichen aus. Auf der Botlane auch die Kate völlig outfarmed. 90 zu 44 CS. Also auch hier sehr, sehr starke Defizite. 44 CS nach 12 Minuten in etwa. Ist nicht so gut, um es mal freundlich zu sagen. Und ja, Kate kassiert da auch ordentlich Damage jetzt schon. Entenzwerg inzwischen auch mit dem BF-Sword. Und Trash wardet da schon mal den Drake. Wird auch direkt wieder pink wardet von Double Ace. Wollen da also sehen, was Sache ist am Drake. Irelia auf der Toplane immer mehr Probleme. Also, auch wenn es erstmal ein sehr schöner Start war, sieht es jetzt inzwischen schon gar nicht mehr so gut aus. Botlane weiterhin outfarmt. Ein Zwerg macht da gut Druck. Und Toplane. Rumble hat wieder Ult ready gehabt, macht direkt den Kill gegen Irelia. Also, es sieht jetzt hier nicht mehr gut aus für Double Ace. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es ein spannendes Game wird. Und jetzt Entenzwerg mit dem Tower Dive. Das Ult reicht auch von der Distanz gerade so. Pull von Trash kommt. Gehen allerdings nicht mehr hinterher, warten auf Elias. Zyra dann noch mit dem Snare, aber jetzt geht's Zyra an den Kragen. Elias und Trash verfolgen da der Snare, beziehungsweise der Stun sitzt und Elias macht auch schon richtig guten Damage. Killt Zyra ruckzuck und Katus ist hier ein bisschen im Bedrängnis gewesen in der Mitte. Lux hat einen daher gechased, kann allerdings den Kill nicht machen. 10 zu 4 aktuell der Stand. In etwa 5000 Gold Differenz inzwischen. Was sich dann doch immer deutlicher bemerkbar macht. Die Lice klaut sich jetzt den gegnerischen Blue. Der ist auf jeden Fall weg. Und Entenzwerg hat da inzwischen gar keine Probleme mehr. Und der schöne Pull von Trash. Amumu ultet, aber das wird nicht gut für ihn enden. MF macht da einfach schon zu viel Damage zusammen mit Elias da noch. Die Damage-Portion extra. Lux mit dem Ult kann da allerdings keinen Kill machen und trifft auch nur Intox. Da müssen sie jetzt aufpassen, dass der Tower nicht noch fällt. Katus steht auf jeden Fall an der Seite auch mit bereit. Hat allerdings kaum noch Mana. Wird dann nicht mehr so viel ausrichten können und zieht sich jetzt auch zurück. Das Team rund um den Faculty. Da wollen sie also erstmal shoppen gehen, ja. Entenzwerg stellt jetzt auch direkt seinen Bloodthirster fertig. Was ist das hier? Double Pink Ward? Das ist
Sehr seltsam. Ja, und die leistet hier ihre Sache sehr, sehr sicher. Geht da ein bisschen den Trade ein gegen 3 in der Mitte. Hat da nicht wirklich Angst vor. Und auf der Botlane macht Entenzwerg wieder guten Schaden gegen Kate. Zieht sich jetzt allerdings doch lieber zurück, aber Zyra stellt sich hin und flasht gut aus dem Ult raus. Und das war auch nötig, ansonsten wäre sie definitiv gestorben. Toplane geht's gegen den Rumble. Und Rumble macht auf jeden Fall noch... macht nicht mehr den Kill gegen Lux. Karthus konnte da mit seinem Ult auf jeden Fall noch den Kill gegen Zyra securen. Aber Rumble auf der Toplane gerade chancenlos gewesen gegen Lux und Irelia. So, und dann deckt Thresh den Amumu. Der Grab geht leider daneben. Stun von Elise sitzt. Und jetzt ziehen sie sich doch lieber zurück. Da wollen sie es doch nicht drauf anlegen. Und das war auch richtig so. Enfek hat auf jeden Fall noch den Drake bekommen. Völlig ohne Fight. Und jetzt geht's gegen die Lux wieder in der Mitte. Stun von Elise sitzt, der Damage kommt und Instant Kill quasi. Amumu und Irelia kommen da zwar noch zur Hilfe, kommen allerdings viel zu spät, um da noch irgendwas machen zu können. Auf der Botlane wird wahrscheinlich jetzt auch direkt der zweite Tower fallen, also... Im Gegensatz zum Anfang des Spiels sieht es inzwischen sehr, sehr gut aus für Enfek. Auch Irelia zieht sich jetzt mit rüber auf die Botlane. Amumu ist auch zur Stelle, also 4 gegen 2. Aber erstmal sieht es so aus, als wenn sie da noch wegkommen werden. Wenn da Amumu nicht mit einem Flash-Toss... Was macht, ist das kein Problem. Da kommt nichts. Somit gehen sie auch direkt wieder zurück auf die Lane. Und da wartet Elise. Snare sitzt. Will allerdings nichts riskieren, zieht sich direkt zurück. Karthus kommt jetzt mit zur Hilfe. Hat allerdings auch kaum noch Mana zu dem Blue Buff, aber... Das reicht gerade erstmal nicht, um da großartig Schellen auszuteilen. Und jetzt geht es dem ersten Mid-Tower ans Leib. Amumu Ult sitzt relativ gut, trifft 2. Weiß nicht, ob Miss Fortune auch noch getroffen war, aber Amumu stirbt dafür auch, weil sein Team einfach nicht hinterhergezogen ist. Und jetzt muss die Irelia auch noch aufpassen. Flash da weg. Rumble kommt zur Hilfe, macht den Kill gegen Syra. Und Irelia verzieht sich da. Und oh, der Grab sitzt. Elise kommt auch noch direkt hinterher. Thresh kriegt zwar den Kill, aber das soll hier nicht das Problem sein. Das war ein Full-Distance-Hook. In letzter Sekunde, möchte ich fast sagen. Oh, Lux, damit gutem Damage. Das Ult hat ordentlich gesessen. Allerdings rettet Barrier Entenzwerg dann nochmal das Leben und Rumble kann dann noch den Kill gegen Lux machen. Also auch wenn das Spiel inzwischen... schon wieder relativ eindeutig ist, finde ich das hier von der Konstellation hier auf jeden Fall schon wesentlich besser als das letzte Match, was wir gesehen haben. Das Teamplay bei AA ist zwar noch nicht optimal, aber... Bisher muss man sagen, gegen ein Team wie Enfek schlagen sie sich erstmal gar nicht so schlecht. Fünf Kills haben sie immerhin schon auf dem Tacho. Zwei auf dem Jungle Amumu, zwei auf Irelia und ein auf der Lux. Und da geht es gegen die Irelia in der Mitte.
Trash und Karthus machen da wieder ganz guten Schaden. Hook sitzt und da kommt Rumble noch mit dazu. Karthus macht allerdings den Kill. Easy going und hier unten wartet Elias, um sich die Caitlyn zu schnappen. Da kommt der Stun und der Damage von Elias ist einfach schon Wahnsinn und der Kill kommt auch direkt hinterher. Kein Problem hier für Elias, das zu regeln. Syrah killt in der Mitte hingegen den Karthus. Karthus kriegt noch Amumu. Und das ist natürlich das, was man in so einer Situation eigentlich gar nicht haben will. Kills auf dem Support. Ich meine, lieber Kills securen, keine Frage. Aber in der Situation bräuchten sie die Kills wirklich auf ihren Carries. Um hier überhaupt noch irgendwie was machen zu können. Ja, Entenzwerg hier ganz selbstsicher bleibt da stehen und das wird ihn wahrscheinlich das Leben kosten. Ignite ist drauf und wenn Irelia jetzt nochmal ein bisschen Damage machen kann, dann ist er sicher und der Jump sollte gleich wieder ready sein. Lux allerdings mit dem Orb kommt dazwischen, macht den Kill. Also da war der gute Entenzwerg ein bisschen übermütig. Allerdings bei einer Führung mit 20 zu 7 ist auch das erstmal nicht so problematisch. Allerdings kann natürlich eine Irelia im Late Game auch noch sehr, sehr böse werden. Da geht es auch gegen die Irelia direkt wieder dagegen und da hätte sie nicht reingehen sollen. Bezahlt das auch direkt mit ihrem Leben. Rumble macht da den Kill. Ganz easy. Ja, diesmal landet der Hook leider nicht. Elias wollte da scheinbar von hinten reingehen. Ja, und momentan sieht es sehr, sehr gut aus für ein Faculty. Alle Lanes sind soweit gepusht. Botlane wird gerade wieder von Entenzwerg gepusht. Also auch das wird gleich wieder vorne am Tower stehen. Top muss jetzt Karthus gerade wieder ein bisschen aufpassen gegen die Lux. Und Trash kommt da zu Hilfe und das geht gegen die Lux. Wird es reichen? Nein. Karthus muss da aufpassen. Ult kommt von Karthus jetzt und er macht einen Kill auf jeden Fall. Und das Rumble-Ult hat zwischendurch noch schnell die Syrah gekillt. Und jetzt geht es direkt gegen die Mitte und Irelia ist da wieder ein bisschen weit vorne. Der Stun sitzt. Rumble mit dem guten Follow-Up-Damage und auch Entenzwerg ist da mit einem schönen Ult. Trifft da Amumu und Irelia sehr, sehr gut. Und, oh, Rumble wird noch aus dem Leben genommen durch den Tower. Der Kill geht aufs Konto von Caitlyn. Und da schreibt er gerade, er hat die Laterne von Trash angeklickt und hat gehofft, dass es aus der Tower Range geht. Hat aber scheinbar nicht gereicht. Und jetzt muss die gute Leiste aufpassen. Hat er das Lux-Ult kassiert? Jetzt ziehen sie sich auch erstmal wieder zurück. 25,8 der aktuelle Stand. 42.000 Gold zu 26.000 Gold. Also ein eindeutiger Vorteil für End Faculty. End Faculty mit dem nächsten Drake. Und Karthus muss da aufpassen, kassiert ordentlich Schaden, flasht, aber da kommt Lux noch von unten, aber er wird wahrscheinlich schon gegen Irelia sterben. Nein, die Lux kriegt noch den Kill und das war eigentlich schon fast unnötig. Kate hatte da das Ult drauf und das ist jetzt auch erstmal wieder auf dem Short Cooldown auf jeden Fall. Rumble ist da direkt drinne, scheint da keinerlei Angst zu haben. Da geht's ordentlich gegen die Irelia und Rumble macht da zusammen mit Entenzwerken einen sehr, sehr guten Job. Trash jetzt noch mit einem guten Hook, dann könnte auch die Lux dran glauben. Elise kümmert sich derweil um Amumu. Nein, sie scheint ihn irgendwie übersehen zu haben, ich weiß es nicht. Nimmt sich jetzt lieber die Syrah vor. Und ja, der Amumu, der schleicht sich heimlich still und leise davon.
Ja, aber die Vermutung vom Anfang, dass das eventuell doch ein bisschen knapper werden könnte, hat sich leider nicht bestätigt. Double Ace mit dem Mixteam hier auf jeden Fall klar unterlegen. Schöner Hook wieder gegen Irelia. Irelia stirbt auch instant gegen die Combo aus Elise, Rumble und Miss Fortune. Schönes Ult von Nux, macht da guten Schaden. Das reicht, damit die Caitlyn den Kill machen kann. Aber in Faculty steht hier auch schon vorne sehr, 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 sehr offensiv drin. Also sie sind hier auf jeden Fall sehr selbstsicher und haben hier keine Befürchtung mehr, das Game zu verlieren. Und im Moment sieht es auch nicht danach aus, als wenn da was dagegen spricht. Schönes Amumu-Ult. Trifft er noch zwei ganz gut. Weiß nicht, ob Elise da vorher rausgekommen ist. Endzwerg mit dem Kill gegen Amumu. Und das ist jetzt schon sehr, sehr verzweifelt. Aber oh, Lux mit einem schönen Ult. So reicht, damit Irelia den Kill machen kann. Und Entenzwerg hat jetzt auch nochmal ein Problem. Dann macht die MF noch den Kill. Und wird sie da noch wegkommen? Also wenn sie da noch wegkommt, dann... Wow, ja. Jetzt hat der Speedball wieder eingesetzt. Also ist die MF eigentlich schon so gut wie safe. Oh! Schönes Q nochmal von der Kate. Hat sie richtig angesetzt. Stirbt allerdings im Gegenzug auch direkt. Elise jetzt noch mit dem Kill gegen die Lux. Karthus hat da, glaube ich, eben die Syrah noch gekillt. Und die Syrah scheinbar auch den Karthus. Ich habe gerade nicht genau gesehen, wer da den Kill gemacht hat. So, und auch Amumu kriegt jetzt noch von Rumble auf die Mütze. Rumble hat kurz überlegt, dort zu chasen, überlegt sich dann doch lieber einfach die Lane rein zu pushen. Irelia lebt auch wieder. Also hier erstmal wirklich keinerlei Probleme mehr für NFAC. Und Trash holt sich jetzt hier mal den Red Buff. Kann man auf dem Support immer mal gebrauchen. Und jetzt wird wie wild gepinkt. Ja, Double Ace hier momentan. Wie gesagt, gar nicht so schlecht. 13 Kills haben sie immerhin schon gemacht. Aber eine wirkliche Chance haben sie hier im Moment nicht mehr. Amumu da mit dem Grab und jetzt der Grab von Trash. Grabt sich auch direkt hinterher. Amumu stirbt instant. Ult von MF killt Irelia unter dem Tower und Elise jumpt auch noch mit rein. Machen hier 3 Kills für 0. 3 Kills für 0. Mit Towerfeld, mit Inhib wird auch noch down gehen. Das könnte jetzt schon die Entscheidung gewesen sein. 10 Sekunden bis Amumu respawn. Und Carlos wollte da nicht die Laterne anklicken. Jetzt Amumu hat sein Ult auf jeden Fall bereit. Also wenn sie den Kill auf jeden Fall securen wollen, könnten sie ihn machen. Aber dafür will er es scheinbar nicht wasten in dem Fall. Oh. Schön gemacht von der Lux. Ich weiß gar nicht. Haben sie da die Vision? Ah ja, dahinter steht auf jeden Fall noch ein Ward. Hatten also auf jeden Fall Vision drauf. Schönes Ult auf jeden Fall. Die Lai ist jetzt in der Mitte unter Druck. Schöner Hook wieder von Intox. Das Rumble Ult kommt. Der Flash direkt hinterher, um den Schaden gegen Lux zu machen. Und der sitzt auch. Oh, Amumu Ult und Syrah Ult gehen daneben.
Das ist bitter. Fail Flash von Irelia. Springt dann noch der MF in die Arme. Syra stirbt jetzt auch. Das war auf jeden Fall keine gute Kombo eben. Syra und Amumu Ult für eine Person und dann nicht mal getroffen. Und jetzt wird der Tower gepinkt, also. Ah, Katos wollte da eventuell noch den Kill abstauben. Ja, jetzt fällt auf jeden Fall die Base. Sämtliche Spieler tot. Von Double Ace. Und somit dürfte das Game entschieden sein. Da kommt nochmal der Kill gegen Rumble, aber MF steht oben. Am Nexus. Und es wird auch beendet von Entenzwerg. Also somit Endfake eine Runde weiter wieder mal. Aber man muss wirklich sagen, Double Ace hat am Anfang gar nicht so schlecht gespielt. Und wir werden jetzt mal zusehen, dass wir wieder das nächste Spiel rankriegen. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Denn jetzt geht es weiter mit Runde 4 im Black Monster Cup. Dem ersten Qualifier von 2. Nächsten Donnerstag gibt es den zweiten Qualifier. Und danach wird dann sozusagen das Finale ausgespielt. Also, ich schaue mal direkt nach dem nächsten Game. Dranbleiben, bis gleich.